Guten Morgen, ich begrüße euch zum Rückenfit-Kurs und wir starten auch direkt mit der Mobilisation der Wirbelsäule. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, wir starten im Stand vor der Matte. Du stehst etwa schulterbreit, die Schultern sind tief, die Beine leicht gebeugt, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen und steh locker. Das Becken ist aufgerichtet. Leg einmal deine Hand an die Schulter und fang mal an mit großen Kreisen die Ellbogen voran. Von vorne nach hinten. Atme dabei tief gleichmäßig ein und aus. Nicht zu schnell werden. Und steh stabil auf dem Boden. Schöne große Kreise weit nach hinten. Sehr schön. Und noch viermal in diese Richtung. Noch dreimal. Zweimal noch. Das letzte Mal. Halte einmal kurz inne. Nimm einen tiefen Atemzug und fang dann an, in die entgegengesetzte Richtung zu kreisen, von hinten nach vorne. Stand ist stabil. Nicht ins Hohlkreuz fallen, das Becken bleibt aufgerichtet. Sehr schön, gleichmäßig weiteratmen. Und noch viermal in diese Richtung. Dreimal noch. Zweimal und ein letztes Mal. Sehr gut. Einmal die Arme sinken lassen, auslockern. Schließ jetzt einmal die Füße. Die Beine darfst du durchstrecken und komm jetzt mit dem Oberkörper Wirbel für Wirbel abrollend nach unten. Soweit es geht. Es ist nicht das Ziel, die Fußspitzen zu erreichen. Komm so weit runter wie möglich, sodass du auch hinten in der Waldrückseite jetzt eine Dehnung spürst. Der Kopf ist ganz locker. Lass dich hängen und halte diese Position einen Moment lang. Atme in die Dehnung hinein. Langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr schön. Einmal durchatmen. Und mit dem nächsten Ausatmen kommst du die Hände an den Oberschenkel nach unten schiebend wieder mit dem Oberkörper Wirbel für Wirbel nach unten. Soweit es geht, die Beine sind gerne gestreckt. Und halte diese Position. Der Kopf hängt locker. Atme tief in die Dehnung, die du jetzt auch im unteren Rücken spüren darfst. Und lass den Oberkörper noch ein bisschen weiter hängen, halte. Atme tief ein und aus.
langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Ausatmen, wieder Wirbel für Wirbel aufrollen. Tief durchatmen, einmal auslockern. Du stehst wieder etwas schulterbreit. Lass dabei die Schultern unten, sollte jetzt nicht hier oben an den Ohren kleben, sondern wirklich unten sein. Streck dich nach oben und komm jetzt auf die Zehenspitzen, um das Ganze noch ein bisschen mehr in die Länge zu ziehen. Du kannst dabei auf den Boden hin und her trippeln und dich zur Decke strecken. Atme. Zieh die Wirbelsäule gefühlt auseinander. Wieder zurück auf die Füße, bleibe in der Streckung, atme tief ein und ausatmend nimmst du die Arme wieder nach unten. Einmal tief ein und ausatmen, lockern. Und auch einmal Schwung nehmen und komm nach oben, zieh dich zur Decke. Schultern sind unten. Komm auf die Zehenspitzen, zieh das Ganze noch mehr in die Länge. Trippel gerne. Und noch ein bisschen weiter nach oben. Schultern bleiben unten. Atme tief ein und aus. Sehr gut. Zurück auf die Füße, Arme bleiben nach oben und ausatmend nimmst du die Arme nach unten und lockerst dich einmal aus. Und ein letztes Mal, komm wieder in deine Ausgangsposition, nimm Schwung und ausatmend streckst du die Arme noch einmal nach oben zur Decke, zieh dich raus. Komm dann auf die Zehenspitzen und trippelt. Atme weiter tief. Sehr gut, zurück auf die Füße. Noch einen Moment lang halten und ausatmen. Die Arme einmal absenken. Auslockern. Sehr schön. So, wir öffnen einmal die Schulterblätter. Du stehst wie vorhin etwa schulterbreit, Füße leicht nach außen, Knie auf. Nimm jetzt die Arme nach vorne, falte sie und drehe die Handflächen nach vorne.
Achte jetzt darauf, dass die Schultern nicht zu den Ohren wandern, sondern hier unten bleiben. Und nun, ich zeige es dir mal von der Seite, das Becken ist aufgerichtet. Ziehst du die Arme nach vorne, sodass die Schultern sich hinten öffnen. Bitte vermeide es jetzt, in einen Rundrücken zu kommen. Bleibe gerade, zieh nur die Arme nach vorne und die Schulterblätter gefühlt auseinander. Bauch und Po dürfen angespannt sein. Jetzt rundest du den Rücken aktiv nach vorne und ziehst dich noch mehr raus. Blick nach unten. Becken bleibt aufgerichtet. Komm erst zurück in die aufrechte Position. Lass die Arme einmal sinken und lockere dich aus. Blick nach vorne. Noch einmal die Arme nach vorne verschränken, die Handflächen nach außen drehen. Schultern bleiben unten. Zug aufbauen. Schultern nach vorne. Rücken ist noch gerade. Atme tief, halte die Spannung. Und mit dem nächsten Ausatmen wölbst du jetzt den Oberkörper nach vorne, Blick nach unten. Hoch und Bauch bleiben an ihrem Platz. Fest angespannt, halte. Komm zurück in die aufrechte Position. Schultern unten und lösen. Sehr gut. Auslocker. Und ein letztes Mal. Stabiler Stand. Becken ist aufgerichtet, Rücken gerade, Arme nach vorne. Hände falten, nach außen drehen, Blick nach vorne, Schultern unten und nach vorne ziehen. Bleib gerade. Po anspannen. Und jetzt wölbst du den Rücken und ziehst dich noch weiter nach vorne, Blick nach unten. Halte und atme. Sehr gut, trink gerne einen Schluck. Einmal auslockern. So, dann kommen wir einmal in die Rückenlage. Einmal abrollen. Das heißt, den Po anheben und die Wirbelsäule auf die Unterlage abrollen, sodass du jetzt komplett auf der Unterlage liegst. Zieh die Knie zum Körper und umfass sie gerne mit den Händen. Du kannst auch die Hände einzeln auf die Knie legen. Atme einmal tief durch. So, wir wollen ein bisschen die Hüfte mobilisieren. Das heißt, du schiebst jetzt kreisförmig die Knie nach vorne im Uhrzeigersinn oder dagegen und ziehst sie wieder zurück. Du merkst dabei, wie sich der Po von der Unterlage abhebt und ein bisschen Bewegung in das Becken und in die Hüfte kommt. Mach das langsam. Die Arme ziehen die Knie ran und schieben sie wieder weg, sodass jetzt Bewegung in deinen unteren Rücken kommt. Zwei.
Mal. Sehr schön. Knie nochmal ranziehen, Hände einmal falten, einmal nachspüren, ganz locker lassen. Und zur anderen Seite. Auch die Knie ranziehen, über die Seite und wegschieben. Der Po darf sich von der Unterlage lösen, es darf bewegend in den Rücken kommen und in die Hüften. Die letzte Runde. Sehr gut. Einmal in der Mitte ausrichten. Hände nochmal falten. Nochmal nachspüren. Sehr gut, tief ein- und ausatmen. Atmen ein- und ausatmen. Schiebst du dich jetzt wieder langsam nach oben. Hältst hier einen Atemzug lang. Kommst mit dem nächsten Ausatmen wieder Wirbel auf die Unterlage zurückrollt. Halte die Spannung. Achte darauf, dass du auch im unteren Bereich rollst. Sehr gut, atme tief ein und aus. Komm dann mit dem nächsten Ausatmen wieder nach oben. Halte die Spannung, auch im unteren Rücken. Und Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Drück dich in die Unterlage, halte die Spannung. Und auch unten. Möglichst rund und langsam abrollen. Sehr gut. Noch viermal in deinem eigenen Tempo. Immer ausatmen in die eine Position, ausatmen in die andere. Langsam arbeiten. Yeah.
schön. Und Beine lang machen. Die Arme nach hinten. Einmal die Länge ziehen. So, dann nimmst du den rechten Arm nach vorne, stellst das linke Bein auf. Hast jetzt den linken Arm hinten und das rechte Bein ausgestreckt und ziehst dich jetzt einmal diagonal in die Länge. Arm nach hinten, Bein nach vorne. Sehr gut, einmal lösen und einmal die Seiten wechseln. Rechter Arm ist jetzt hinten, linkes Bein ist vorne und auch hier baust du jetzt diagonal Spannung auf. Zieh den Arm nach hinten und das Bein nach unten. Sehr gut. Komm zurück in die Ausgangsposition. Stell beide Beine auf. Einmal tief durchatmen. Noch einmal die Beine lang, Arme nach hinten, gerne ineinander legen. So, mit dem nächsten Ausatmen kommst du mit den Armen nach oben, die Füße sind gestreckt und hebst jetzt die Wirbelsäule Wirbelsäule von der Unterlage ab. Versuch über diesen toten Punkt zu kommen. Schieb dich weit nach vorne. So weit es geht, rundest du jetzt den Rücken. Kommst ausatmen, wieder zurück in die Ausgangsposition. Roll dich Wirbel für Wirbel auf die Unterlage ab. Die Bauchmuskeln halten das. Sehr gut. Und einmal ablegen. Tief einatmen und ausatmend die gleiche Bewegung. Erst die Arme heben und der Oberkörper folgt jetzt der Bewegung. Nach vorne. Hier einmal einen ausatmen. Und ausatmen wieder nach hinten. Der Körper führt jetzt die Bewegung an. Die Arme folgen jetzt zum Schluss. Wirbel für Wirbel abrollen. Halte mit deinen Bauchmuskeln die Spannung. Sehr schön. Und Wirbel für Wirbel abrollen. Und die Arme einmal ablegen. Tief ein- und ausatmen, einmal noch. Erst die Arme heben. Der Oberkörper folgt der Bewegung. Richte dich auf. Bis weit nach vorne. Wir drehen uns einmal auf den Bauch. Heben jetzt den Oberkörper an, die Arme kommen in ein U. Halte diese Spannung und ziehe jetzt die Arme und die Schulterblätter weit nach hinten. Und senke den Oberkörper wieder leicht ab, bis die Hände wieder im U sind. Nicht ganz ablegen. Nach hinten ziehen, halten. Gerne dürfen auch die Beine von der Unterlage abheben. Langsam lösen. Oberkörper bleibt gelöst. Atmen.
einatmen, ziehst, ausatmen, ziehst du dich nach hinten. Und ausatmen, schiebst du dich wieder nach vorne. Beine die ganze Zeit abgehoben zu halten. Wenn das noch nicht geht, dann lässt du sie auf der Unterlage. Noch zweimal. In den Vierfüßlerstand. Schieb den Po weit nach hinten. Komm mit den Armen noch ein Stück weiter nach vorne, sodass du jetzt einen Zug im Rücken hast. Und atme tief in die Dehnung. Versuch ganz locker zu lassen. Schieb dich zurück in den Vierfüßlerstand. Setz die Füße einmal auf. Schieb dich nach hinten in die Hocke. Erst den Po nach oben und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Sehr gut. Komm einmal von der Matte runter. Wir atmen nochmal ein. Und ein letztes Mal. Durch die Mitte hindurchfallen und die Füße schließen. Roll dich noch einmal Wirbel für Wirbel auf. Geschafft! Sehr gut! Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!